Eine grüne Oase vor historischem Hintergrund. Was würde eine schönere Kulisse für das traditionsreiche Gartenfestival bieten als das Wahrzeichen Landshuts? Zum 14. Mal können sich Dekorationsfans und Hobbygärtner inspirieren lassen. Fast 170 Aussteller, unter anderem aus Belgien und Holland, zeigen wieder aktuelle Gartenaccessoires, Werkzeug, Design und Kunsthandwerk. Auch aus organisatorischer Sicht hat das Festival Neues zu bieten. Die Aussichtsterrasse unterhalb der Burg ist zum Gelände dazugekommen. Es sind ungefähr 10 Stände dort. Es sind mehr Spezialitätengärtner da, ist in den letzten Jahren auch mehr Kunsthandwerker. Und das Gelände ist neu eingeteilt und den Besuchern hat es auch sehr gut gefallen. Bis Sonntag haben die Besucher nicht nur die Möglichkeit, neue Gartenutensilien zu kaufen. Für inspirierende Stunden sorgt auch ein buntes Rahmenprogramm. Zum Beispiel mit Fachvorträgen und kulinarischen Spezialitäten. Das lassen sich jährlich rund 20.000 Besucher nicht entgehen. Der Auftakt zum Festival am Donnerstag war laut Veranstalter jedenfalls ein voller Erfolg. Und auch am Freitag wird trotz bewölktem Wetter schnell klar, geht der Trend hin zur Häuslichkeit, gehört der Garten definitiv mit zu den eigenen vier Wänden. Die Trends sind natürlich abgestimmt auf jede Terrasse oder Gartensaison, wie es der Besitzer zu Hause hat. Sehr trendig ist Pastelltöne, kräftig ins Lila gehend. Und duftende Blumenpflanzen natürlich sehr interessant im Terrassenbalkonbereich, dass wenn man in der Sommerzeit, wenn es draußen warm ist, einen Duft in der Nase spürt. Erholung steht ganz oben, ein Rückzugsort vom stressigen Alltag. Pflegeleicht muss der eigene Garten deshalb auch sein. Die Besucher holen sich dafür ihre ganz eigenen Inspirationen. Die Bepflanzung von Garten und auch die Farben, dass man einfach Rot mit Lila kombiniert, nicht wie früher, es halt Rot mit Weiß oder so. Ja, und vor allem auch der schöne Schmuck, alles einfach. Die dunkelroten Mohnpflanzen zusammen mit weißen Margariten, das ist jetzt im Moment gerade so mein Favorit. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir was Größeres kaufen. Was schwebt Ihnen vor? So ein Grill, so ein, ja, das weiß, was ist. So ein Kaminofen. Wen es jetzt im grünen Daumen kitzelt, der hat am Wochenende noch Gelegenheit, seine Fantasie beflügeln zu lassen. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 19 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 9 Euro.